Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roots of Pacha. Ich habe jetzt auch ganz schnell eine Nektarine reingedrückt, bis es losging. Kein Pfirsich diesmal. So, ich möchte ganz ehrlich sein, Leute. Ich habe jetzt schon fast 2 Wochen nicht mehr gespielt. Ich war jetzt beruflich viel unterwegs, habe jetzt auch relativ viel gestreamt. Ich mache jetzt halt auch mal so Bastelstreams. Ich bin gerade an dieser Figur dran. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video guckt, ist sie schon längst fertig und weg, die Figur. Ich nehme gerne viel im Voraus auf, weil auch in meiner Zeitrechnung, in der ich gerade bin, bald auch das neue Harvest Moon, ja, Story of Seasons rauskommt. Da mal sehen. Na, da muss ich halt bitte vorarbeiten, ne? Das ist hier auch noch mitnehmen. Wir haben auf jeden Fall wilden Hafer. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich mit euch alles rausgefunden habe schon. Also ich weiß, dass... Genau. Habe ich euch schon... Hatten wir schon diesen Moment, an dem ich die Einsicht hatte, dass Bisons, Büffel, was auch immer das war, keine Milch geben? Die geben nur tatsächlich Fell. Ja. Das heißt, wir brauchen diese Ziegenböcke. Das ist, glaube ich, das einzige Tier, was freaking Milch bringt. Wir brauchen Milch für Ding halt. Ihr wisst schon. Keine Ahnung, wir brauchen Milch, okay? Okay. Oh, ich habe kein Wasser. Perfekt. Ich muss erstmal auch mal wieder so ein bisschen reinkommen in das Ganze. Ja, man gesehen, ne? Jetzt habe ich kein Wasser. Ich hab doch, hä? Was? Mädel. Do your thing. Girl. Ja, es ist halt eben immer so schlimm, wenn man so lange nicht mal gespielt hat. Dann ist man so richtig hart raus aus dem Spiel. Ja, mal gucken. Was habe ich denn eigentlich? Warum habe ich jetzt lange nicht aufgenommen? Ist wirklich auch wegen Arbeit, Bestellungen, Livestreams. Dann war ich halt eben an einem Wochenende entsprechend auch immer weg. Warum hängt das? Oh mein Gott. Knappes Höschen, warte mal. Ich bin nebenbei noch am Encoden. Jetzt müsste es flüssiger laufen. Sorry. Ich bin super professionell und so. So, erstmal your Arlet by Wizard. Super nervig. Ich hoffe, wir haben bald die Möglichkeit, das besser hinzukriegen. Kann ich das mitnehmen? Nein, das sieht nur so aus. Kann ich das mitnehmen? Nein, das sieht wahrscheinlich auch nur so aus. Das? Noch kann ich. Kopfsalat. Pflanzenkenntnisse gestiegen. Oh mein Gott, wir sind jetzt richtige Kopfsalat-Profis. Or something like that. Was hab ich denn hier? Kann ich das pflanzen? Ja. Oh, ich hab... Ach du liebes Lieschen. Was ist denn hier alles? Also was hab ich denn... Oh mein Gott. Das ist echt viel. Irgendwie ist auch der Sound gerade so leise. Ich will diese tolle Musik hören. So. Kohlrabi! Oh mein Gott! So, jetzt wird's kohlrabig! Kohlrabig. Ach, witzig. Hi! Du bist schon ein großes Pupsi. Okay. Ich bin gerade, genau. Ich glaube hier, ja genau, ab dem Herz da. Also ab dem Punkt kann man es reiten. Und ab dem da kann man damit züchten. Genau, das war's. Hallo Annemarie. Oh nein, da ist jemand krank. Pupsi! Oh nein, du hast eine Erkältung. Ich weiß gar nicht. Ich klinge jetzt hier wie so ein Charakter aus Banjo-Kazooie. Was mache ich denn jetzt hier? Was habe ich denn hier? Sonnenblumenöl? Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche Medizin. Wo habe ich denn Medizin aufgehoben? Ding. Das waren die Fische. Ich muss erstmal wieder auf mein Leben klarkommen. Oh, wir haben hier noch coolen Saft und sowas. Ja, das ist ganz toll. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts. Wo habe ich denn die Medizin? War das nicht hier mit drin? Oregano. Minze. Petersilie. Rosmarin. Hackebuttene. Hi, Obi. Was geht ab? Ich war früher auch so ein Angeber wie Chelrod. Ach, da. Er wird da rauswachsen. Das habe ich fast. Was hast du fast? Dass du rausgewachsen bist? I have no idea what you're talking about. So, was geht denn jetzt hier eigentlich schon wieder ab? Was ist denn das jetzt hier alles nochmal? Bisonfelgen. Ah ja, ich hab da Garn draus gemacht. I remember. Kann ich gleich verkaufen. Aber ich möchte ja Medizin. Hä? Ich hab doch safe in... Hä?
Was? Ich dachte, ich hätte die Medizin irgendwo in eine Kiste reingeknallt, aber anscheinend habe ich das nicht getan. Warte, stopp, stopp, stopp. Was ist das? Oh, cool, Medizin. Wo? Ich habe doch irgendwo. Nee, also irgendwie. Nee. Ach, da ist sie ja. Okay. Never mind. Okay, ich habe Medizin, aber die ist gegen Bauchschmerzen. Ich glaube, der hat eine Erkältung, der kleine Pupsi. Ich knall dir mal hier rein. So, was brauchst du denn für eine Erkältung? Meine Waschmaschine ist übrigens, die ist wieder kurz vorm Abheben. Ich habe gerade noch eine Wäsche angesetzt. Also gerade vor 1-2 Stunden. Stopp, stopp, stopp. Ich muss erstmal wieder auf mein Leben klarkommen. Hier, das brauche ich. Erkältung. Wir brauchen Erkältungskraut und. Okay, das heißt direkt Erkältungskraut. Das ist okay, das kriege ich hin. Flohschutzmittel, Erkältungskraut, ich hab doch safe irgendwo noch mehr davon gemacht. So nicht alles, oder? Ich bin hart verwirrt. Okay, gut, dann mache ich jetzt hier Erkältungsmedizin einfach mal. Ich stelle keine Fragen, ich mache es einfach. So ist Medizin gegen Bauchschmerzen, Flohschutzmittel, Erkältungsmedizin. Das Maximum und das ist nicht viel. Das ist 4 Stück. Ressourcen fehlen? Was? Was? Du brauchst 8. Oder wie? Oder was? Nee, 2. Okay, achso, das ist damit. Okay, alles klar, verstehe. Gut, dann mache ich 1. Boah, wie kann man so lange für so eine leichte Aufgabe brauchen? Es tut mir leid, Leute. Ich bin dumm. Wilder Hafer. Mhm. Schmeiß mal das Öl hier rein und oh! Ich habe hier oben Erkältungsmedizin. Oh Gott. Leute. Ich bin so dumm. Jetzt haben wir halt eine mehr. Ist das nicht wunderbar? Boy. Okay. Congratulations, I'm an idiot. I am an idiot. An idiot, genau. Na, lass mich einfach in Ruhe. Es kommt nichts Gutes mehr heute aus meinem Mund. Perfekt, sowas. Was war denn das hier? Ach, das war hier irgendwie Futterlager-Ding, ne? Ah, okay. Ich weiß gar nicht, das automatisch dann? Pflanzenfasern, aus denen Seide zum Weben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, lol. Ich schmeiß hier einfach mal ein bisschen was rein. Wahrscheinlich ist das einfach nur Lager-Ding halt. Let's see, hier ist gar nichts. Perfekt. Okay. Anspruch nimmst, ist nicht das Problem. Im Übrigen haben wir What? Die Meinungsfreiheit. What? What? Was? Okay. Alles klar. Ich dachte gerade schon, was ist jetzt los? Sehr sass, was hier abgeht bei mir. Warte mal, ich will dich nicht als rauer Reittier haben. Junge, jetzt reden ja auf einmal irgendwelche Leute mit mir, das hatte ich noch nie. Ach Gott, ja, ich bin heute wieder maximal professionell. Das ist der Wahnsinn. Ich wollte eigentlich mal auf Map gucken. Der Map heißt Karte. Ja, das war ja ganz lustig, ne? Ich habe hier alles aufgeräumt. Hier unten war noch so, hier, wo die Bäume sind, war halt noch was. Und dann war dann auf einmal der Winter da und dann war auf einmal wieder alles voll. Und ich versuche das hier wieder aufzuräumen, aber... mal gucken, was daraus wird. So, es hatte doch hier irgendwie... Warte mal, wo... Es waren noch mal 2 von euch. Da. Das kann ich gar nicht scheren. Was soll das? Auch nicht diese? Kann etwa ein Tag geschoren werden, ne? Okay. Soll ich Bison-Babys machen? Muttertier. Wir wollen... Oh, kann ich auch so... Mehlberg, Steinbock, nicht genug Freundschaft. Wir nehmen Bison und Vatertier ist Bison. Und dann wird es ganz, ganz cool. Zucht fördern. Sollen Bison und Bison ein Baby Bison bekommen? Ich sollte dem vielleicht mal einen Namen geben, damit es nicht ganz so dumm klingt, aber ist okay. I'm a try. Warte mal, kann ich dich eigentlich scheren? Du siehst so langhaarig aus. Tatsache. Entschuldigen Sie, Sie sehen heute so langhaarig aus. Okay, cool. Ich hab... Oh, hier ist viel. Wait. Ja, ich hab hier scheiße viel Saft und fermentiert auch wilder Hafer. Ich seh schon. Das Hafer-Game ist ja hart am Stissen. So. Alles rein hier. Schön das Dorf besoffen machen. This is how it works. Okay. Wow, Haferbier. Mm, das gibt's bald neben...
Oh, kostet so, wer will das? Ich will Haferbier. Was ist denn das? Okay, fermentiert dann wieder Hafer. Sehr gut. Getreide, da wird ein Gut draus gemacht. Ha. Das und nichts anderes, liebe Leute. So, okay. Oh, ich habe noch Kaki und ein Ei. Das sind so Sätze, die man noch im Videospiel sagt, glaube ich. Wait, die Kaki tue ich da mal rein mit der Feder. Feder, Kaki, Horn, irgendwelche lustigen Fälle. Ich überlege, ob ich das verkaufen soll. Ist bestimmt ganz nice, oder? Ich weiß auch nicht. Ich denke noch drüber nach, Leute. Ich denke noch drüber nach. So, hier kann ich das irgendwie... Nee. Kann ich das nicht irgendwie zu Saft machen? Kann ich das zu Saft machen? Ja. Kann mir einer erklären, warum ich aus Kohl keinen Saft machen kann? Nee, was ist das? Kopfsalat. Leuchtende grüne Blätter fettfrei. Großartig für Salate und auch für Salate. Okay, cool. Ach, für Salate und Salate und ach ja, ja. Ganz gut, ja, auch für vielleicht Salate. That's it. Damn. So, ja, ja, schiss doch auch nicht. Ja, ja, das kommt hier mal rein. Ich tue mal meine Medizin da rein und versuche es nicht zu vergessen. Und ihr so, okay, dann verkaufe ich jetzt mal noch ein bisschen was. Und dann können wir ja mal gucken, es ist schon 3.10 Uhr. Ich meine, zu meiner Verteidigung, ich muss ja erstmal hier auf alles wieder klarkommen. Ne? Das ist jetzt hier wieder so die, ich komme erstmal wieder irgendwie hier rein, Folge. Nee, das war halt schon mal, das kommt dran, das ist noch fermentiert, ne? Gut, das war noch das hier. Gut, ich möchte mal gucken, was die Leute hier für lustige Ideen, wo war denn nochmal das Ideending? Warte mal, muss ich auf Tab gehen? Nein, 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 ob war das hier? Okay, wo Ideen? Ach hier, für... Achso, das ist meine Waschmaschine. Oh, was ist denn hier los, ey? Pyramidale Errungenschaft. Deine Errungenschaft ist bereit. Ehre hat eine neue Idee und Nock hat eine neue Idee. Ehre ist in einer kreativen Klemme und möchte daher mit neuen Methoden zur Verarbeitung von Lebensmitteln experimentieren. Okay, Girl. Ach, du bist gleich hier unten. Dann gehe ich dir mal ein bisschen auf den Sack. Hi, Girl. Was geht ab? In letzter Zeit war ich in der Küche nicht besonders kreativ. In der Küche kann man zwei verschiedene Geschmacksrichtungen kombinieren und erhält etwas, das völlig neu schmeckt. Ich denke, dass wir dasselbe mit den Gärbehälter und dem Brauer machen könnten. Wenn wir in der Lage sind, diese Prozesse zu kombinieren, werden wir noch viel mehr Möglichkeiten haben, Lebensmittel zu konservieren und sie gleichzeitig noch leckerer zu machen. Ich brauche noch ein paar Dinge, mit denen ich experimentieren kann. Okay, du brauchst einen Gärbehälter, einen Brauer und... Alkohol. Wie gut, dass ich gerade mit Alkohol verkauft habe. LOL. Ja, Dolly, Badolly. Was soll ich denn jetzt machen, Girl? Ich brauche wieder Alschöl. Na gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendeiner, ja, tanzen. Erstmal mit der Oma tanzen. That's what I do. Oh, ich hab noch einen Kaffee. Hab ich ganz vergessen, oh mein Gott. Ah, dieses alte Mädchen hat immer noch einiges drauf. Och, Girl. Also was Tanzen angeht, bin ich glaube ich eher so der Typ hier. Ah. Kann nicht mit ihm tanzen, ne? Hi, Jin. Ja, mit Jin kann man tanzen. Das ist ein cooler Boy. Hi, Jack. Ist irgendwie... So kann ich mit allen tanzen? Oh, der hat einfach den coolsten Tanz. Der rastet richtig aus. Ich liebe das. Ist schon cool gemacht, auch mit den Animationen. Hallo, Vodafone. Mit dir kann ich auch tanzen, aber es bringt nichts. Das ist ganz okay. Oder auch nicht. So, ich klau mir mal selbst wieder Alkohol. Alkohol. So's. Und dann brauche ich jetzt einen Gärbehälter und ein Fermentier. Ich glaube, die beiden Dinger da einfach. Warte mal, ich hole mir mal Materialien. Wahrscheinlich brauche ich letztlich noch Holz und Steine. Oder noch irgendwas anderes. Wir werden es rausfinden, ne? So. Was sollten die denn jetzt? Das hier auf jeden Fall. Oh toll, das geht schon mal gut los. Was braucht man noch? Hier, Gärbehälter. Oh, den kann ich machen. Okay, dann brauche ich schon mal Hartholz und so Grünzeug. Hier haben wir Hartholz.
Wo habe ich das ganze Grünholz? Das Grünholz, genau, das Grünholz hingetan. Nehmen wir einfach mal hier so. Okay, doki, doki. Und dann mache ich jetzt das nochmal. Ja. Dann gebe ich der jungen Dame das alles mal und dann macht die Magic. Ich weiß gar nicht genau, was sie da macht jetzt. Essig? Oder eingelegte Sachen wahrscheinlich so. Oh nein, sie ist weg. Ist aber nicht nett. Girl, ich wollte dir helfen, ne? Girl, mach nicht diese. Wo ist sie denn? Ach, die sind irgendwie alle hier drin. Dann ist sie da bestimmt auch drin. I assume. Oh ne, warte mal, kommt sie da gerade von oben? Hört man sie? Nee. Falsch, du bist die Mama. Hi, Insa. Hi, bruh. Da ist sie. Idee besprechen. Ah, die sind perfekt. Ich werde mit Ron und Nock sprechen. Dann können wir nicht nur Ideen, sondern auch Geschmacksrichtungen kombinieren. Cool. Einlegen in Essig. Nice. Oh, hier. Was geht, Bro? Seit wir den Gärbehälter gebraut haben, gebaut meine ich natürlich, freudscher Versprecher, denke ich ununterbrochen darüber nach, welche anderen Geschmacksrichtungen wir noch nicht entdeckt haben. Als ich Milch fermentiert habe, habe ich diese tollen kleinen Quark herausbekommen, aber wegen des hohen Wassergehalts verdirbt er so schnell. Also, er hat es einfach Quark genannt. Also, ich meine, er hat ja quasi Quark dadurch irgendwie wie entdeckt, so, ne? Und, egal. Wenn wir das Wasser entfernen könnten, wäre er länger haltbar. Und ich glaube, es würde auch ziemlich gut schmecken. Ich muss nur einen Weg finden, ihn zu trocknen. Irgendwie. Ich brauche Holz und Fell. Was geht mal? Girl. Habe ich genug Fell? Meine, ich habe jetzt so klug wie ich war, relativ viel Garn gemacht. Die Frage ist, wie viel Fell noch übrig ist. Was haben wir denn hier noch an Fell? Sie haben das und das. Ich glaube, das war's schon, oder? Ich brauche 5 Fell. Ach, das ist nicht gut. Ja, ich habe hier überall Garn draus gemacht. Weil ich glaube, ich verkaufe auch mal das Garn. Was soll das? Man lebt nur einmal. Raus mit den Viechers. Los geht's. Dann gucke ich auch nochmal hier rein. Habe ich die auch in irgendeiner Weise. Ich glaube, ich habe die auch null sortiert, ne? Was bin ich jetzt gerade rübergefahren? Achso. Über Luftplopp-Polsterfolie. Luftblock-Polsterfolie für meine ganzen Bestellungen, die gekommen sind. Für die Conventions. Okay, ja. Oh, hier ist schon fertig. Perfekt. Ich war gerade zum Überlegen, so shit, wo tue ich das rein? Und jetzt ist alles fertig geworden. Und jetzt weiß ich, wo ich es rein tue. Direkt hier. Cool. So, haben wir das schon mal los. Okay. Kommt in die Alsche Höhlkiste. Tschuk, das verkaufe ich allerdings. Mal was zum Mumpeln. Und jetzt habe ich hier noch so irgendwie. Ach, was weiß ich. Ich tue das jetzt einfach mal hier rein. Ich habe da auch keine Ahnung. Das Zukunftsjumé Gedanken drüber machen. Gegenwartsjumé, die ist noch nicht bereit für sowas. Oh, das bringt echt voll viel Geld. Oh mein Gott. I'm going to be so rich. Jetzt haben alle dank mir Garn und Alkohol. Das ist sehr vielversprechend auf jeden Fall. Ich liebe es, wenn Zack zu Besuch kommt. Er gibt mir immer etwas Salz. Das kann sein. Ach, Eben hat versucht zu sagen, dass Fasti wie die anderen Guanacos aussieht. Ach, Fasti ist viel majestätischer. Okay, Bro. Das ist okay. Ich werde da jetzt nichts dagegen sagen. Oh, nee, ich will eigentlich hier, ich will hier gucken. Ah ja, hier Pyramide Errungenschaft. Das könnte ich auch noch machen. Ich brauche ein Verfell. Zum Glück habe ich ein paar Tiere, die Fell geben. Die Frage ist, ob die Bisons jetzt noch Fell produzieren, wenn sie Bison-Babys produzieren. Das ist nicht gut. Ich will Quark ohne Wasser. Bitte einmal Quark ohne Wasser. Ich wusste doch gar nicht damals, was Cheesecake ist, also Käsekuchen.
Das fand ich so ganz absurd. Also, dass so, also dann so aus Amiland rüber geschwappt, so Cheesecake, Käsekuchen und dann immer so, da habe ich damals als Kind so Full House geguckt und der Vater wollte dann immer so Cheesecake, also Käsekuchen. Wo ist mein Käsekuchen? Ist, was ist denn Käsekuchen? Und das hieß bei mir, als ich noch klein war, glaube ich, einfach Quarkkuchen oder so. Es hieß nicht Käsekuchen. Was kann ich denn jetzt hier was holen? Achso, ich muss gucken. Ah, hier. Steine, Häufung. Sie haben eine Methode entwickelt, um die Uhrzeit der Tage zu bestimmen. Oder schaffen, um ihre Lebensmittel, Nahrungsmittel, ihre Tiere zu lagern. Okay, cool. Ich mach das mal. Yay! Ich bin krass. Ohrring des Waldes, okay. Das ist keine Mütze. Ach ja. Durchtränkt mit der Macht möglicher Hartholz bei jedem Baum zu ergattern. Das ist ganz okay, wenn man Hartholz braucht, aber ich brauche irgendwie kein Hartholz. Ich fälle einfach dann Bäume, die Hartholz geben und gut ist, würde ich mal behaupten. Das ist fein. Uff. So. Weiter geht's. Die Frage ist, wie ich jetzt weitermache. Ich würde ja gerne eigentlich schon sowas wie eine Plantage bauen. Das Problem ist, die wollte ich hier unten hinbauen. Und da, ja, da sitze ich jetzt auch irgendwie dran und komme irgendwie nicht weiter. Das ist nicht gut. Das ist sogar so weit nicht gut, dass das sogar, ich würde sogar schon fast behaupten, es ist frustrierend. Boy. Okay. Ja, ich kann ja erstmal chillen. Oh, stimmt, Annemarie kann ich auch scheren. Nice! Ich kann ja auch erstmal, sollte vielleicht erstmal gucken, dass ich eh Baumsetzlinge vorher vielleicht kaufe. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Energie übrig. Komm, ich knall einfach unten mal so ein paar Stümpfe weg und dann ist alles gut. Hier oben ist dann so Tiere und oben ist dann Pflanzis und ich hoffe, ich glaube, ich kann auch die Gebäude umsetzen. Ich meine, das Spiel hier ist ja nicht von gestern, ne? Also da wird man ja sowas machen können. Ja. ja, meine Waschmaschine hat mich gerade liebevoll mit Gepiepse dran erinnert, dass ich vielleicht mal die Wäsche rausnehmen sollte. Die ist nämlich jetzt fertig. Ups. Naja, mache ich schon noch irgendwann. Ah, ein Freund von mir ist jetzt auch neulich von zu Hause ausgezogen. Endlich mal. Und da kam auch letztens so: Oh, ich habe meine Wäsche vergessen. Na, ich nehme sie morgen raus. Und ich so: Ja, toll, dann kannst du eigentlich gleich nochmal waschen. Was? Okay, dann wasche ich sie halt nochmal. Oder kriege ich dann so voll panische WhatsApp-Nachrichten. Ey, kann ich das und das zusammen in die Waschmaschine tun? Und ich so: Alter, mach einfach. Solange du jetzt irgendwie so ein 60-Euro-Designerhemd und irgendwie so ein billiges China-rotes Shirt zusammen reintut und sonst nichts, wird da schon nichts passieren. Also es ist schon. Ich kannte mal auch eine Großfamilie. Das heißt Großfamilie, das waren vier Kinder zu dem Zeitpunkt, plus die Eltern, glaube ich. Ja, die, also bei denen war das dann wirklich auch so, die haben dann wirklich, da gab es dann die rote Wäsche, die gelbe Wäsche, die blaue Wäsche, die weiße Wäsche und so. Wenn du halt eben für sechs Leute Wäsche wäschst, dann kann man das auch schon mal so ein bisschen sortieren und alles. Aber ich bin halt alleine, ne? Also ich wasche nur für mich Wäsche und dann, naja, ist das ein bisschen sinnlos. Und deswegen schmeiße ich nochmal alles zusammen. Ich habe jetzt aber auch nicht so die teuren Markenklamotten oder was weiß ich, wo es jetzt schlimm wäre, wenn da eine Verfärbung drin wäre. Zumal die meisten Sachen von mir eh irgendwie bunt oder schwarz sind. Ich habe keine wirklichen weißen Sachen, glaube ich. Ach, ich habe vergessen, hier Kohlrabi und so, ne? Das muss ich auch noch machen. Kohlrabi und so. Ja, das ist Level 10 Entertaining. Naja, Kohlrabi und so. Warte mal, kann ich da nicht auch noch was anderes reintun? Nee, das war's. Da kann ich in die Gerbehälter. Ich weiß gerade gar nicht, kann ich auch irgendwas anderes fermentieren? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Was sagt das Spiel denn? Milch, Gemüse, Milch, Getreide, was? Ich will keinen fermentierten Fisch. Oh, das klingt so eklig irgendwie. Ich möchte das nicht. Bitte. Ah, es ist wieder auch wieder super dunkel, ne? Ich hoffe,
hoffe, irgendwann gibt es hier super duper mega ganz ganz dürfige Bodenbeleuchtung. Ich kann nicht, ich will das hier irgendwie, warte mal, fallen lassen, Option öffnen, beitragen. Ja, danke. Irgendwie habe ich gerade das nicht hingekriegt. So, gib das mal wieder her. So, okay, dann, das wird ganz schön ertragreich, liebe Leute. Das wird richtig ertragreich. Das ist der Wahnsinn. So, ab ins Bett, Mädel. Und ich muss so langsam, ich überlege, wie ich das mache, mal vielleicht meine Waschmaschine ausräumen. So, das habe ich schon gekriegt. Das ist nicht gerade wenig. Cool, ich bin Richie McRich Girl. Wahrscheinlich ja. Okay, ja, ich habe eh irgendwie viel zu viel Geld, sehe ich gerade. Ist okay. Ich sehe schon, meine Plantage wird bald gebaut. Oh, Winterfest, der Clan ist schon früh zum Festival aufgebrochen. Sprich mit Jack oder Jack, wie auch immer. Ja, cool, Winterfest. Oh, gibt's denn auch Schneemannbau-Wettbewerb oder Eisfischen oder Eisskulpturen eher gesagt, statt Schneemänner vielleicht? Ich sehe Kohlrabi und mir gefällt, was ich sehe. Rote Beete meine ich natürlich. Ich bin nicht in der Lage, Kohlrabi von roter Beete zu unterscheiden, aus Gründen. Was ist denn das da? Ist das Brokkoli? Oh yeah. Wir haben Brokkoli. Das ist gut. Oder so. Okay. Was ist hier? Nein, da hier kann ich was mitnehmen. Sieht immer gut aus. Oh, da, die kleinen Pupsis. Was ist denn das hier nochmal? Ich hab keine Ahnung, lol. Ich pflanze einfach mal Zeug an. Ups, jetzt habe ich nichts mehr. Moment. Ha! Rote Beete, los geht's. Okay. Und was haben wir noch? Das möchte ich nicht. Ich möchte hier weiter gucken. Wintererbsen. Naja, wir brauchen auch unsere Hülsenfrüchte. Die bringen Proteine. Glaube ich. Ich glaube, Hülsenfrüchte bringen irgendwie Proteine, was weiß ich. So, hab ich noch irgendwas? War hier noch Platz? Ja, hier. Ich dachte, du kannst dich verstecken. So, ja, es schneit, aber es gibt auch so ein paar, ich glaube, ein paar Harvest Moon-Spiele, bei denen Schnee als Niederschlag zählt. Wie es scheint, zählt Roots of Pacha nicht zu diesen Spielen. Weiß auch gar nicht. Wenn es Minusgrade ist, sollte man, glaube ich, auch seine Felder nicht gießen, oder? Dann kommt das ganze Wasser rein und dann friert das. Und das schadet doch bestimmt den Pflanzen eigentlich, oder? Ich frage mich eh, wie im Winter Pflanzen groß wachsen sollen. Ich meine, wenn alles eingefroren ist, dann könnt ihr eigentlich auch nicht wachsen, oder? Also, die müssten ja schon exorbitant viel Eigenwärme produzieren. Ich glaube, ich darf da nicht so sehr drüber nachdenken. Ich muss mal meine eine Freundin fragen, die weiß sowas. Du. So. Und ja. Cool, wir haben es geschafft. So, wo möchte einer von euch geschoren werden oder sowas? Asking for a friend. Ja, Pupsi, wo sind die Annemarie? Übrigens, die Annemarie hat letztens meinen Instagram-Post geliked, als ich ein Bild von mir gepostet habe. Und sie weiß nicht mal, dass sie so berühmt ist. Oh Gott, ich glaube, mir befreundet zu sein, ist eher eine Strafe als sonst irgendwas. Boy. So, okay, ja, ihr seid alle, ich finde euch alle geknuddelt. Okay, sehr gut. Ach ja, hier ist, ich hatte schon die Liebeshütte hier gebaut, war gerade schon voll am Ausflippen. Bison und Bison haben bald ein Baby. Es ist Frau Bison und Herr Bison. So funktioniert das hier. Oh Gott. Okay, was haben wir denn hier? Rein damit. Frau Bison und Herr Bison. Ich stelle mir gerade vor, wie Herr Bison einfach irgendwie so einen Schnauzer hat und Frau Bison so ein paar Lockenwickler. Was weiß ich, irgendwas Stereotypisches. Ich habe Haarföhr. Ich habe noch mehr fermentiertes Zeug. Ich habe noch scheiße viel Saft. Boy, das ist gut. Merkt ihr übrigens gerade, wie ich am Prokrastinieren bin, weil ich die Waschmaschine nicht ausrollen möchte. Und, okay, aber spätestens, ja, ich muss jetzt, ja, okay. Also, ja,
das Winterfest, das wird nichts. Ich muss vorher meine Waschmaschine ausräumen. Das wird dann in der nächsten Folge behandelt. Es tut mir, ehrlich gesagt, sehr leid, aber in erster Linie für mich. No, Haushalt. Ich hasse Haushaltssachen. Das ist immer so anstrengend. Das ist so Beweisstück Nummer A, dass Sternzeichen total Humbug sind. Ich bin überhaupt nicht häuslich. Und das sollen Krebse sein. Mhm. Boah, Entschuldigung, ich dachte, ich nehme den Schluck, aber er war irgendwie zu groß. Aber ist okay, ich lebe noch. So's! Ah, okay, ich kann Brokkoli. Oh, bitte nicht. läuft das jetzt hier auf Brokkoliwein hinaus? Ich will die Antwort gar nicht hören. Brokkoliwein! Ich liebe das Spiel. Naja, damals musste man nehmen, was man kriegen kann, ne? Brokkoliwein! Ach, nicht euer Scheiß Ernst. Ist okay. So, ich bin noch ein bisschen am Prokrastinieren, das ist okay, oder? ich mache hier mein Ding, ne? Und sonst so. Ja, okay, so, jetzt werde ich die Folge beenden und wir gehen dann in der nächsten Folge zum Winter-Wunderland-Fest, whatever, und haben da ganz tolle viel Spaß und mal gucken, vielleicht gibt es wieder einen Wettbewerb, vielleicht gewinne ich. Also beim Kochwettbewerb war ich schon ziemlich hart stolz auf mich, dass ich das gelöst habe. Mhm. Gut, dann ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, heißt die Main Let's Play, Roots of Pacha. Bye.